Das südkoreanische Verkehrsministerium hat ein Fahrverbot für rund 20.000 BMW-Fahrzeuge angekündigt, nachdem zwischen Januar und Juli bei 27 Autos Motorbrände aufgetreten waren. Vergangene Woche hatte sich BMW in Südkorea dafür entschuldigt. Der Autobauer ruft jetzt 106.000 Dieselfahrzeuge in die Werkstätten. Das Fahrverbot soll, nach Aussage des südkoreanischen Verkehrsministers, dazu dienen, dass Fahrer ihre Autos möglichst schnell zu Sicherheitsüberprüfungen bringen.